Und weit laufen können sie auch nicht. So, dich könnte ich fertig machen, aber die werden mir dann zu gefährlich. Deswegen bleiben noch schön hinten, bis wir wieder dran sind. Und dann gehen wir auf euch zu. Das ist nämlich hier alles Ablenkung. Zornesfaust, unheimlicher Pfeil. Tötet einen. Und wenn ich so auf ihn schieße, tötet es auch einen. Gibt sogar noch ein bisschen mehr Schaden. Er ist gleich nochmal dran. Und kommt dann überall hin. Deswegen stellen sich die Pestzombies. Ach, Dreck. Die können nicht so weit rum. Na gut, dann los. So nicht, mein Freund. So nicht. Wir werden euch schon zeigen, wo der schwarze Drache hängt. Der Phantomdrache. So, ihr seid überhaupt kein Problem gewesen. Mehr oder weniger. Okay. Ja, ihr könnt gerne mitkommen. Da habe ich nichts dagegen. Nochmal ein bisschen mehr Zauberkraft, beziehungsweise, weiß gar nicht, wie man es nennt. Gott, jetzt sind wir hier. Oh, und da geht's wieder an die Oberfläche. Na, wir holen uns erstmal unsere Punkte zurück. Oh. Um zurückzugehen, müssen wir eine Horde Titanen töten? Oder einen Trupp Titanen? Ich guck erst mal, was der Trupp sagt. Och, das geht, das geht. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Nur, dass wir nicht mit ihnen spielen können, siehe Gedankenkontrolle, ist natürlich sehr schade. Eins. Zwei. Gott, Knochendrache, komm mit nach vorne. Ne, nee, geht nicht. So, die Skelette gehen auch schon mal hin. Da kriegen wir noch einen kaputt. Entschuldigung. Weiter nach vorne. Unsere Drachen gehen jetzt erst einmal auf den da. Autsch. Sehr gut. Nur noch einer davon übrig. Wichtiger ist, dass die jetzt noch fallen. Alle vier. Sehr gut. Und unsere Knochendrachen müssten sich eigentlich um den da kümmern. Aber da kommen die gar nicht an. Gut gemacht. Skelette hin. Nur noch er im Sinn. Ja, das war mir klar. Genau, mach mal Platz. Bisher ist noch kein Phantomdrache gestorben. Durch den Angriff von ihnen. Und ich meine nicht von innen, sondern von ihnen. Ein Angriff von innen. Auch nicht schlecht. Gut. Da sind wir auch durch. Ja, jetzt ist die Frage, wie groß ist eine Horde? Riskieren will ich's nicht. Wir gehen jetzt einfach durch und versuchen, Cyrus zu töten. Da ist er. Ein Trupp, eine Horde, viele, Schar, Fülle, viele. Ach du liebes Bisschen, das wird heiter. Oh, 15 Titanen. Eventuell reicht die Armee, die wir jetzt aufzubieten haben, um ihn zu töten. Aber wir bleiben erstmal schön im Hintergrund, auch wenn der Zauberer jetzt gleich richtig böse wird. Ja, das meinte ich. Sehr gut, 31 weg. Alle 14 weg. Ja, der Titan weiß, was er tut. Zaubern, Puppenspieler, komm. Gib mir als Verstärkung... Was sind die 650? Ich glaube, das sind die Gremlins, ne? Aber die stehen dann direkt neben den Titanen. Ne, das würde mir nichts bringen.
Dann nehmen wir die Rakshasa, oder? So, die gehören jetzt mir. Unsere Schattendrachen, unsere Dämonendrachen bleiben hinten. Jetzt ist er erstmal dran. Und hat ihn entzaubert. Was? Okay. 7 weniger. 2 weniger. Tötet 3 bis 4, tötet noch ein paar mehr. Okay, das Heilzelt gibt es schon mal nicht mehr. Ja, die Zombies sind nachher die rettende Instanz hier. Autsch. Natürlich will er die Knochendrachen loswerden. Deswegen muss ich jetzt langsam mal wieder zaubern. Du stellst dich schon mal weiter hinten hin. Du gehst jetzt nach vorne. Unsere Drachen gehen auf den Rakshasa. Und ich werde die Gremlins kaputt machen. Ich muss sie kaputt machen. Beziehungsweise beherrschen. Ja. Zaubern, Puppenspieler. Auf die Gremlins. Hat's geklappt? Nein, hat es nicht. Kein Entfernungsabzug. Magischer Angriff wirkt Zauber. Keiner gehört mir. Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Na ja, gut, vielleicht irgendwann. Genau. Stell dich mal dazu. Du gehst weiter auf die Rakshasa. Gut, vielleicht hätte ich doch ein paar Wochen vergehen lassen sollen. Töte 2 oder 200. Okay. Da kriegen wir die Rakshasa schon mal weg. Ausgezeichnet. Du kümmerst dich weiter um die Magier. Ja, wieder 100 weg. Natürlich wird uns der Titan nachher am gefährlichsten, aber das müsste funktionieren alles, so wie ich mir das vorstelle. Zornesfaust. Nee, komm, wir greifen einfach so an und hauen die Titanen langsam mal runter. Die müssen weg. Könnte noch einen weghauen. Oder auch nicht. Aber wenigstens wurde der Drache nochmal hochgeheilt. Keine Gegenwehr gegen den Rakshasa. Schade. Das waren unsere Phantomdrachen. Oh. Mach mal bitte die Magier weg. Okay, die Skelette sind dran, könnten 2 Titanen töten. Immerhin. Autsch. Wir könnten noch einen Titan töten oder langsam mal die 100 Gremlins. Gut. Immer noch nicht kaputt. Er immer mit seinem Blitz, das nervt langsam. So, schön. Wir werden gewinnen. Ich sehe, dass wir gewinnen werden. Denn so viele sind nicht mehr übrig. Sehr gut. Ja, kümmere dich ruhig um die Geister, gar kein Problem. Wir haben noch alles andere parat. Nochmal ein paar weniger. Unsere Skelette sind richtig gut dabei.
Die sind noch 600. Die retten den Tag. Komm schon. 31, 27. Sehr schön, die sind alle weg. Nur noch die Titanen und die Obsidian-Wasserspeier. Ich glaube, das bringt alles nichts, deswegen werden wir die so töten. Wieder einer. Wieder einer. Nachher werden die Obsidian-Wasserspeier gefährlicher als die Titanen. Zwei Stück tot. Einer tot. Und alle Titanen gefallen. Jetzt gibt's nur noch die Obsidian-Wasserspeier. Und die machen wir einfach mal down. Ja, werde ich ruhig. Es sei dir erlaubt, aber nicht gegönnt. Wunderbar. 35, noch 18, nee, noch 17. Und das war's. Wir haben Cyrus besiegt. Wenn auch mit schwerem Herzen, denn wir haben sehr viele Leute verloren. Wir haben noch 53 Punkte, können uns eh keine Leute mitnehmen. Sieg, meine Königin! Cyrus wollte weder den Ring noch sein Leben hergeben, aber ich habe ihm beides genommen. Lass die Truppen antreten. Wir reiten zur Halle der Helden. Ausgezeichnet. Ewig wäre der Greif. Vergesst nicht, dass ihr die Königin seid, Isabel. Ihr solltet die Befehle geben, nicht Marka. Wir sind Verbündete, Godric. Macht euch keine Sorgen. Ich bin anderer Ansicht, Isabel. Ich glaube, wir müssen uns mehr Sorgen machen. Viel mehr. Gut. Jede Menge Artefakte abgenommen, jede Menge Erfahrungspunkte bekommen und die Mission ist erfüllt. Herr über Heresch, Markal ist jetzt beinahe soweit, das Vampirgewand zu erschaffen. Er muss nur noch Godric das Amulett der Nekromantie abnehmen und in die Halle der Helden gehen, wo Nikolais Leichnam liegt. Dort wird Markal das Ritual der Nacht ausführen, um den toten König wieder in diese Welt zurückzuholen. Wir dürfen uns aussuchen, ob wir einen Knochendrachen, ein Lich oder den Umhang der Löwenmähne nehmen, für mehr Moral. Die werden wir wahrscheinlich gebrauchen können und deswegen nehmen wir den einfach mal und gucken schon mal in die nächste Mission rein, bevor wir nachher Schluss machen. Ich bin gekommen, um das Amulett zu holen. Ich traue ihm immer noch. Markal hat ein verbündetes Königreich zerstört und Horden von Untoten erweckt. Und jetzt kommandiert er euch herum wie eine Dienstmagd. Ihr vergesst euch, ich bin die Königin. Ja, ihr seid die Königin. Bis Markal den Finger krümmt. Ihr steht ebenso unter seinem Bann wie damals Fiona. Nein, ich tue das für das Greifenimperium. Jetzt ist es zu spät für Bedenken. Ich befehle euch das Nein, ich kann euch nicht mehr gehorchen. Und ich bezweifle, dass Nikolai mich dafür tadeln würde. Ihr glaubt, Nikolai würde Verrat vorziehen? Bei seiner Rückkehr sollten wir nicht versäumen, ihn danach zu fragen. Genug! Freida, sattel mein Pferd und sammel die Truppen. Wir kehren heim. Godric hat sich also in Hickem verschanzt und will mir trotzen. Er scheint vergessen zu haben, dass seine Tochter Freida in Wirtheim ist und nicht bei ihm. Wenn ich sie fange und in Ketten nach Sagenburg zum Verhör bringen lasse, wird der alte Narr herauskommen und mich angreifen.
Wirklich. Ritterlichkeit. Sie ist so berechenbar. Wo natürlich unser guter Marker recht hat. Eine recht kleine Karte fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben wieder Sagenburg. Und wir haben wieder Neukastell. Die aber noch ein bisschen weiter voneinander entfernt sind. Ihr könnt den eingekerkerten Helden befreien, der euch als Gegenleistung die Treue schwören wird. Wer auch immer da eingekerkert ist, das werden wir alles erst in den nächsten Parts herausfinden. Meine Güte, die letzte Mission in der Nekromanten-Kampagne. Und ich freue mich, dass wir doch ein bisschen mehr mit den Nekromanten gemacht haben bisher als damals in der Inferno-Kampagne. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis nachher.